Der ehemalige US-Präsident Donald Trump setzt seine Siegesserie im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner fort. Bei der Vorwahl im Bundesstaat South Carolina düpierte der Ex-Präsident erneut seine einzige verbliebene parteiinterne Rivalin Nikki Haley. Mit einem haushohen Vorsprung erhielt rund 60% der Stimmen. Nur wenige Minuten nach Schließung der Wahllokale holte er am Samstagabend in Columbia zur Siegesrede aus. Am 5. November, also nach der Präsidentschaftswahl, werde er Joe Biden sagen: Du bist gefeuert, so Trump. Damit hat er alle 5 bislang ausgefochtenen Abstimmungen gewonnen. Dennoch gibt die 52-jährige Haley nicht auf. Sie hat angekündigt, mindestens bis zum sogenannten Super Tuesday Anfang März weiterzumachen. Dann wird in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten gleichzeitig darüber abgestimmt, wen die Republikaner im November bei der eigentlichen Präsidentschaftswahl als Herausforderer von Joe Biden aufstellen. Bei den Demokraten gilt der Amtsinhaber faktisch als Kandidat gesetzt. Wählerbefragungen zufolge überzeugte der 77-jährige Trump vor allem Abstimmungsteilnehmer, die für eine härtere Einwanderungspolitik sind und die sich über den wirtschaftlichen Zustand der USA Sorgen machen.